Ja, die Vision von der EGA ist, dass wir bei allem Wetter Rettungen machen können. Zurzeit ist es so, dass wegen Schlechtwetter, Nebel, Regen, Schneefall wir bis zu 600 Personen nicht in die Hilfe bringen können. Das ist die Vision, die wir bei der EGA haben, die in Zukunft eben durch das IFR, Instrumentenflug, gelöst werden sollte, sodass wir dort wieder mehr Patienten retten können. Wenn man nach Instrumenten anfliegen in der Wolke, ist das natürlich ein sehr grosser Sicherheitsgewinn, weil man eben nicht mehr in diesen Hindernissen ist, sondern weil man direkt anfliegen bis zum Spital. Damit man nach Instrumenten fliegen kann, ist das ein relativ grosser Ausbildungsaufwand. Also die Leute müssen lernen, ins Cockpit hineinschauen und nicht mehr rausschauen. Und der Wechsel vom Rausschauen ins Hineinschauen und nach Instrumenten fliegen, das ist sehr anspruchsvoll. Und das braucht einen sehr grossen Trainingsaufwand für einen Pilot, aber auch für einen Rettungssanitäter, der im Cockpit mitfliegt. Der Simulator hat natürlich riesen Vorteile. Und zwar, man kann Verfahren trainieren, man kann Verfahren immer wieder wiederholen, man kann die gleichen Verfahren mehrmals fliegen und vor allem kann man Notsituationen trainieren. Also alles das, was man im Flug lieber nicht hat. Und so gibt es nachher eine riesen Erfahrung für die Besatzungen. Der Patient hat natürlich den Vorteil, dass wir überhaupt diesen Flug machen können. Das ist das eine. Und das andere ist Zeitgewinn. Wenn der Patient müsste mit dem Bändchen transportiert werden, Ambulanz und dann ins Spital, ist natürlich ein sehr grosser Zeitaufwand. Genau das ist eben die Vision, die EGA hat, dass man in Zukunft nachher den Wetterfaktor möglichst zu 100% ausschalten können.